Hallo meine lieben Freunde, es ist Freitag der 13. und es ist der Release von WWE 2K18. Und ich weiß, ich habe so viele Nachrichten in den letzten Wochen bekommen. Ich weiß, ihr wollt unbedingt wieder, dass ich zurückkehre und für euch ein cooles WWE 2K-Projekt mache. Und deswegen habe ich an dieser Stelle fantastische Neuigkeiten für euch, denn ich werde dieses Spiel nie wieder anrühren. Seriously, ihr kennt meine Vergangenheit, ich habe mit Wrestling nichts mehr im Hut, ich gucke das nicht mehr, es interessiert mich nicht mehr. Aber viel wichtiger ist, was 2K sich erlaubt, für Spiele rauszubringen. Was ist verkehrt mit den Entwicklern? Sieht das aus wie eine Page? Und was ist das für eine Müllgrafik bitte? Und was für Lappen haben sie Sascha Banks da an den Kopf getackert? Sollen das Haare sein? Oder wie krass auf Drogen muss man sein bei der Entwicklung? Sieht das aus wie der Billy Ray? Seriously, ich bin ja wirklich der letzte Mensch, der eine Grafikhure ist. Aber was ist das? Das hier ist der Triple H aus dem Jahre 2018. Und das hier ist der Triple H aus dem Jahre 2007. Bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der das eine Frechheit findet? Das ist vollkommen lächerlich. Sieht das aus, als wäre da ein fucking Jahrzehnt Unterschied an Entwicklung? Seriously, SmackDown vs. Raw 2007 sah besser aus. Und seid froh, dass ich euch keine bewegten Bilder zeige. Die Animationen sehen so scheiße aus, ich könnte kotzen. Leute, wir haben das Jahr 2017. Auf dem Titel des Spiels steht 2018. Und es sieht aus wie Müll. Es sieht schlechter aus als ein Videospiel, das 2007 produziert wurde. Was ist passiert? Ich weiß, 2K kann da nichts dafür. Aber wie kann so eine große Firma, die gute Spiele wie NBA macht, sowas zulassen, dass sowas entwickelt und vor allem rausgebracht wird? Ein Jahrzehnt, Alter. Leute, 2K, kümmert euch. Macht mal eine neue Engine. Das ist einfach nur scheiße. Einfach auch nur der Vergleich zu den letzten zwei Jahren, wo 2K das rausgebracht hat. Same old shit. Also nochmal die letzte klare Ansage für euch. Das darf nicht unterstützt werden. Ich werde das nicht kaufen. Ich werde das nicht promoten. Ich werde das in Scheiß unterstützen. Denn solange ihr das da draußen tut, wird 2K auch nichts dran ändern, weil es sich sowieso verkauft. Ich werde nie wieder damit was zu tun haben. Ich hoffe, die Message ist jetzt ein für alle Mal angekommen. Alle Kinder weg? Haben schon alle auf X gedrückt? Gut, weil jetzt gucken hoffentlich nur noch zu, die an meiner Person interessiert sind und alles andere egal ist. Es ist richtig, ich werde definitiv nichts mehr mit WWE 2K machen. Das Thema ist für mich abgeschlossen, das ist für mich ein abgeschlossenes Kapitel meines Lebens, denn ich sehe es wirklich nicht ein, was sie da produzieren und machen. Das geht einfach nicht, das geht einfach nicht. Aber ich möchte jetzt tatsächlich ganz kurz ein bisschen Business Talk machen, denn jetzt sind hoffentlich, wie gesagt, nur noch die Leute dabei, die sich für meine Person interessieren und nicht nur für das, was ich mit 2K gemacht habe und so. Denn ich habe hier mit diesem Video eine wunderbare Ankündigung zu machen, und zwar, ich werde jetzt in diesem Video nichts groß erzählen, denn ich möchte, dass Folgendes, was ich getan habe in den letzten Wochen und Monaten, gelesen wird und von den Leuten nur angesehen wird, die sich tatsächlich damit beschäftigen möchten. Denn wenn ich es jetzt erzähle, weiß es jeder, das ist schön, aber ich möchte, dass es wirklich nur Leute wissen, alleine nur die Existenz davon wissen, die sich dafür interessieren und sich da einlesen. Deswegen alles, was mir wichtig ist. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe das Wrestling, wie gesagt, aufgegeben, es interessiert mich nicht mehr, ich gucke das nicht mehr, auch im realen Leben werde ich mir nie wieder eine echte Show angucken, etc. Aber wer die letzten Jahre verfolgt hat, der weiß, dass ich in diesem ganzen Fantasy-Wrestling-Business nicht schlecht bin. Ich hab Köpfchen dafür und das habe ich halt immer noch. Und man könnte sagen, es ist jetzt verschenktes Potenzial oder so. Maybe.
Das Ding ist, ich bin immer noch interessiert an dieser Fantasy-Geschichte, aber es gibt einfach kein Spiel, das mich befriedigt, dass ich das umsetzen kann, was in meinem Kopf vorgeht. Oder mir an Kreativität nicht freigestellt wird. Und deswegen, für alle, die sich interessieren, was in meinem Fantasy-Wrestling-Kopf vorgeht und was ich für Möglichkeiten sehe, euch an Entertainment zu bringen, zu liefern. Die klicken jetzt einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link. Das ist ein einziger Link, auf den klickt ihr. Da erwartet euch ein riesiger Text, viel zu sehen und ein Video. Das ist exklusiv nur für die, die auf diesen Link klicken. Und das war's. Das ist eigentlich auch die Message, die ich einfach nur mit diesem Video geben möchte. Denn was ich da gemacht habe, ich habe über viele Wochen, viele Stunden investiert, um möglicherweise für euch ein Entertainment-Paket der Superlative zusammenzustellen. Aber mehr, wie gesagt, möchte ich, dass ihr aus freien Stücken lest, damit das wirklich nur Leute sehen, die wirklich Interesse dran haben und nicht einfach nur irgendwie Mitläufer sind oder sonst irgendwas. Das ist auch schon alles. Beziehungsweise eine Sache habe ich noch zu sagen. Morgen am Samstag gibt es einen kleinen Special Stream bei mir. Und zwar Good Old Days von zu Hause aus. Schöne rauchige Atmosphäre. Truck Simulator und Bullshit und Trash und Pipapo. Wir machen quasi Party so wie in den guten alten Zeiten. Morgen Samstag. Und jetzt habe ich trotzdem noch ein kleines Extra für die Leute, die bis zum Ende da geblieben sind, die sich das angucken, die meinen Content gucken, egal was dran vorkommt und egal wie lange das Video geht, die bis zum Ende immer bleiben, weil sie gut sind. Ich verlose. Witzig. Verlose einmal eine PlayStation 4-Version von WWE 2K18, inklusive Hoodie und T-Shirt. Weil ich's kann. Weil ihr mir wichtig da draußen seid. Also, was ihr dafür tun müsst, morgen im Stream zu sein. Ab 20 Uhr. Das war's von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit WWE 2K18, falls ihr euch das wirklich antut. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns im Stream oder sonst irgendwo. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.